Ja, hier ist er wieder, euer Borgelkatt. Ich bin hier auf der Karte Ruinenberg, das ist ein Standardgefecht, und ich fahre den Conqueror Gunkerrier, sprich, das ist die Tier 10er Arti der Briten. In meinem Team gibt es zwei Artis, im Gegnerteam drei Artis, und alle sagen, Stadtmap geht ja gar nicht mit Arti, Höchststrafe. Gucken wir mal, was wir hier ausrichten können. Ja, Los Gunkerrier. geht's! Hat es nie gegeben, war nur ein Vorschlag für ein 234 mm Geschütz. Also keine Angst. Den könnt ihr nirgendwo wirklich sehen, weder in einem Museum noch in irgendwelchen Dokumentationen. Ja, was kann man über diesem Fahrzeug sagen? Ich sage mal, er hat einen sehr guten Splash-Schaden, sprich auch Sprengdurchmesser. Er lädt relativ schnell, finde ich. Und bevor man seine Wanne mitdrehen muss, hat man doch einen recht angenehmen Bereich erstmal, wo man die Waffe von links nach rechts schwenken kann, ohne dass das ganze Fahrzeug sich mitdrehen muss. Also, ich fahre ihn ganz gerne. Die Geschosse fallen auch relativ steil von oben runter. Und mit dem schönen Sprengdurchmesser zusammen kann man doch ganz gut dann auch Das war mal knapp. hinter Felsen und Ruinen greifen und da durchaus den Gegner ausräuchern oder raustreiben. Ja, wie könnte man dieses Fahrzeug noch beschreiben? Es ist eigentlich so ein klein wenig ein Alleskönner. Er kann recht weit von links nach rechts schwenken, ohne die Wanne zu bewegen. Er hat einen guten Sprengdurchmesser, kann hinter Felsen greifen, hat Munition ohne Ende an Bord. Die kriegt man nicht leer geschossen, die Kiste. Rechnerisch geht das gar nicht. Den einzigsten Nachteil, den das Fahrzeug wirklich hat, ist, dass er auf großen Maps nicht überall hinkommt, weil er hat leicht eingeschränkte Reichweite. Aber hier auf einer 800 Meter Map ist das kein Problem, da kommt er überall hin. Und hier ist ja eine Ansammlung an Feindkräften. Ja, da sage ich einfach nur, einfach immer raufhalten. Wird schon passen. Ja, wie dir auf E100. Wenn du da stehen bleibst, bis ich nachgeladen habe, dann könnte das eventuell richtig böse für dich ausgehen. Na gut. Dann eben nicht, WT. Wir haben hier noch mehr Ziele. Ja, ihr seht, Sprengdurchmesser ordentlich, sprich Splash-Schaden, dadurch gleich zwei Fahrzeuge beschädigt. Also, das funktioniert ganz gut mit dem Fahrzeug. Ich sage mal, jetzt über den Daumen, ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf. Der Sprengdurchmesser ist rund einen halben Meter kleiner wie beim T92, aber dieser Gunkerrier ist doch wesentlich präziser als die T92, finde ich. Und aimt auch viel schneller ein und die Nachladezeit ist auch angenehmer als beim T92er, sprich dem Flächenschadenmonster. Tja, viele Gegner sind nicht mehr da. Dann gucken wir mal, wo wir noch Schaden machen können. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ja,
15 zu 3, das war mal ein Gefecht, das ging eigentlich recht flott und trotzdem Stadtmap konnte man mit Arti hier noch gut was ausrichten. Und schauen wir mal jetzt hier auf der Auswertung, dass wir mit diesem Fahrzeug ein Überlegenheitsabzeichen dritter Klasse wert gewesen und ein Schläger. Dann habe ich hier vier Schüsse abgegeben, einen direkten Treffer, sprich Durchschlagstreffer, viermal Flächenschaden und ich komme hier auf 2994 Schadenspunkte, fünf Gegner beschädigt, einen zerstört, Schaden durch Spielerunterstützung 888. Dank Premium habe ich hier einen Reingewinn von 36.276, nein, 78 Kreditpunkte. Also gute 36.000 Credits Reingewinn. Ohne einen Premium-Account wären es 20.919 Kreditpunkte, also knappe 21.000 Reingewinn. Das Ganze war ein Dreifachgefecht. Und so komme ich auf 2.961 Erfahrungspunkte. Also, ehrlich gesagt, nicht das beste Gefecht mit ihm, aber durchaus ein Gefecht, um zu zeigen, Stadtmap, nicht immer aufgeben, strampelt, strengt euch an, dann kann da auch was werden. Jetzt in der letzten Zeit kommen ein paar mehr an Arti-Videos. Ja, lange Zeit war ich damit recht sparsam. Arti ist immer so eine Nischensache, aber auch die Arti-Fans haben es ja mal verdient, dass sie ein paar Artis wiedersehen. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß weiterhin. Und ich hoffe, ich kann ab und zu mal immer wieder Fahrzeuge bringen, die nicht jeder hat oder die nicht so populär sind, sprich ein paar Nischenwünsche mal bedienen. Aber das kann ich nicht nur. Ich spiele auch ganz gerne mal die Klassiker, die guten Tier 10er. Deswegen mal so was Ungewöhnliches wie Artis am laufenden Band, ja. Aber es kann nicht nur immer so was sein. Ich muss mal immer wieder bunt was mischen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß weiterhin mit mir. Tschüss, euer Vogelcut.